Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video, kein Livestream, sondern Video tatsächlich, mit mir, dem Michael, auch bekannt als Doda oder Dodaka, und willkommen in der Welt der wunderbaren Spiele von Doda. Oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid, oder schön, dass du da bist. Ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass mehrere vor dem Bildschirm sitzen, die sich jetzt das Video angucken. Deswegen, hallo du, schön, dass du da bist. Genau, wir starten hier jetzt mal in einen kleinen Versuch. Ich möchte einfach mal wieder ein paar Folgen am Stück aufnehmen und dann schauen, wie es so ankommt. Werde mir spontan während der Aufnahme noch anschauen, wann, wie, wo, was am besten passt. Ob ich da jetzt eine 20-Minuten-Folge mache, ob ich eine 25-Minuten-Folge mache. Ich gucke einfach mal und schaue dann am Ende, wie viele Folgen ich dann so habe und überlege mir dann, in welchem Rhythmus ich das Ganze veröffentliche. Genau, das ist, finde ich, im Vorhinein sonst ein bisschen schwierig oder es wird so gestückelt. Kann dann dazu führen, dass so, ach ja, hier, jetzt sind die 20 Minuten rum, dann macht's mal gut bis zur nächsten Folge und dann dauert's irgendwie einen Tag oder zwei oder vielleicht auch eine Woche, bis dann die nächste Folge kommt. Und ja, da will ich gucken, dass das einigermaßen irgendwie rund ist. Wenn ich das Gefühl habe, ach, hier wäre eigentlich ein ganz guter Punkt gerade, dann beenden wir an der Stelle die Folge und dann nehme ich die nächste Folge auf und dann gucken wir einfach mal, wo und wie weit wir kommen und genau, dann gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt, lass mir gerne eine Rückmeldung da per Kommentar, würde ich mich drüber freuen, was du davon hältst, wie du es so findest und ja, welcher Rhythmus würde dir denn vorschweben? Genau, deswegen, ich kann jetzt tatsächlich gar nicht in der ersten Folge ankündigen, so und so lange müsst ihr auf die nächste Folge warten, werden wir gucken, werde ich aber versuchen, dann, wenn ich es eingestellt habe, über den Community-Tab bei YouTube zu kommunizieren und auch bei Discord. Falls ihr noch nicht auf dem Discord seid, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung oder einfach chat.dodaswelt.de. Da kommt ihr auf den Discord-Server, falls ihr da noch nicht seid. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen oder dich ganz im Speziellen. Und jetzt gehen wir einfach mal rein und gucken, was uns so erwartet. Hier gibt es ja verschiedene Seiten, die wir noch offen haben. Wir haben ja auch noch vom einen König verloren und einen neuen gefunden. Ja, vom Erebor ist das quasi die Questreihe. Und wir haben hier Gandalf, der uns König Thorin hat mir ein Zimmer in den Wohnhallen des Erebor zugewiesen. Genau, der uns in Kapitel 7 Punkt 1 mit hineinnimmt und wir starten jetzt einfach mal in dieses siebte Kapitel. König Thorin hat mir ein Zimmer in den Wohnhallen des Erebor überlassen. Ich werde mich dort zur Ruhe setzen, um über das nachzudenken, was wir entdeckt haben. Die Anstrengungen der Guzhul nach dem Tod Saurons ihre Macht zu vergrößern, interessieren mich sehr, vor allem die von Karaskar hier im Norden. Thorins Volk konnte mir einige Hinweise geben, denen ich so weit wie möglich nachgehen werde. Solche Nachforschungen machen oft einsam, sie erweisen sich aber nur selten als erfolglos. Wir werden uns also erst wiedersehen, wenn ich fertig bin. Währenddessen solltet ihr euch mit dem Erebor und seinen Bewohnern vertraut machen. Vielleicht könnt ihr ja Auti Juwelenschneider und seiner Familie helfen? Ich bin mir sicher, sie würden sich über eure Gesellschaft freuen. Und sie sind bestimmt bereit, euch ein wenig herumzuführen. Ich glaube, Autis Heim ist in den Wohnhallen, südwestlich der Halle unter dem Berg. Alles klar. Dann machen wir uns dahin mal auf. Ich würde die Aufgabe hier beim König einfach mal zurückstellen und jetzt einfach mal nur dem folgen, was wir so ja hier als epische Questreihe bekommen. Mein Inventar ist sehr voll, das müsste ich vielleicht auch mal irgendwie aufräumen. Das habe ich auch irgendwie noch nicht gemacht. Klicken hier einfach mal die hier schon mal alle weg. Hier sind noch welche, da sind noch welche. Hier sind ganz viele Geschenke. Geschenke für einen Hausbesitzer. Geschenk für einen Adepten. Geschenk für einen Meister. Hä? Was gibt's hier denn alles für einen Helden?
Geschenk für den Alteisenden. Geschenk aus Moria. Was sind das denn alles für Geschenke? Witzig. Ja, durch die verschiedenen Updates, also da sind ja jetzt auch, der Shop hat sich geupdatet in der Zwischenzeit. Ich nehme das jetzt hier Anfang August auf. Ne, das sind so hier der neue Shop, ne, so wie er ausschaut. Dann gibt es hier Angebote, die sind hier auch rechts immer mit ersichtlich. Also wenn ich hier hingehe, dann sind hier auch trotzdem die Abenteuer, die Angebote drin und so weiter. Finde ich ganz schick gemacht. Man kann hier vor und zurück gehen. Und scheinbar funktioniert das aber noch nicht so ganz. Nee. Oder es ist nur innerhalb dessen. Aber genau, also hier gibt's, haben sie den Shop jetzt, finde ich, gut angepasst. Hier könnte man den mit Plan ändern. Ist das Abo gemeint? Ne? Da könntet ihr euer Abo ändern. Und genau, seht ihr hier ein Jahresabo 90 Euro. Ein Monat 13 Euro, drei Monate 26 Euro. Also ihr seht auch hier dann immer die Ersparnis, die ihr habt. Und wenn ihr das halt für ein Jahr abschließt, habt ihr sogar 66 Euro Ersparnis. So, aber genug davon. Wie gesagt, ich weiß hier gar nicht, was wir hier alles haben. Jäger, Schwert der Legenden. Dodakap gefunden. Leeres Feld. Warum habe ich hier leere Felder? Habe ich hier dann noch vor dem Schatten Sammler Edition Bonusgegenstand? Ultimatives Fanpaket vor dem Schatten. Okay. Gewährt das Emote Elbentanz. Ah, guck mal, das kann man auch gleich benutzen. Habe ich hier dann Karte zum Feld der vergrabenen Schätze. Hä? Auch wieder irgendwas Neues, was ich noch nicht kenne. Oder zumindest gerade nicht einzuordnen wüsste. So. Verbessert Expeditionsvorräte. Auch, also, warte mal, ich mach mal hier die ganzen Pakete hin, die es hier als Geschenke gab oder so. Karas, Celeborn, Wandgemälde, Kufen, Einrichtungsgegenstand. Okay. Beziehungsweise, ich mach mal folgendes. Ich mach mal hier den Beutel auf, dann den Beutel auf, dann sammelt er nämlich hier schön alles selber ein. Mittlere Aufgabengegenstände. Guck mal, da ist der eigentliche Beutel fast schon gleich wieder etwas leerer. Ja, was können wir noch nutzen? Das ist hier so eine Waffenaura. Also was ist hier denn drin? Hausbesitzer, was habe ich hier bekommen? Krafttränke. Reif, was? Aus Menschenfertigung. Okay. Oh, hier gibt es nochmal einen mittleres Zaumzeug des zweiten Zeitalters. Verbesserung EP-Gutschrift. Ach, guck mal. Warum nicht? Leveln wir ein bisschen schneller. Huch. Ah, die Tonprobleme haben sie immer noch nicht ganz gefixt, ne? Haben wir hier verbesserte EP-Gutschrift. Auch das nehmen wir nochmal. Schrift der für 25 legendäre Gegenstandserfahrung. Ich getötete Monster. Ja, das gibt es zwar, glaube ich, nicht mehr so wirklich, aber polierte Schuppen der Schnelligkeit. Die wären zwar besser, glaube ich. Minimalstufe 113, Minimalstufe 105, Gegenstandstufe. Ja, nach der Gegenstandstufe kann man ja immer so ein bisschen gehen, ne? Das könnten wir mal tauschen. Da ist das jetzt besser, was wir haben. Was haben wir hier denn? Zeichenerwerb. Achso, das sind alles so.
Kann man Kreaturen aufspüren? Okay, also ihr seht, ich muss mich mal wieder damit befassen, was ich eigentlich alles habe. Oder irgendwie ein bisschen besser aufräumen. Die packen wir mal dahin. Und wie hier denn? Kritische Chance, okay. So, und das ist Atlas. Guck mal hier hin. Was haben wir hier? Na, achso, das war das, was ich gerade getauscht habe. Hier haben wir noch einen Umhang. Gut, da haben wir Besseres ausgerüstet. Ich kann euch gar nicht sagen, ob ich jetzt gut ausgerüstet bin oder nicht. Ich glaube, meine Waffe hier... Doch, die hat Sachen drauf. Ich wollte gerade sagen, wir haben das doch schon mal gemacht hier. Die hat auch Sachen drauf. Ja, ob das alles so top ist oder nicht, sagt ihr gleich das Licht. Nein, weiß ich nicht. Da könnt ihr mir gerne auch nochmal Tipps geben in den Kommentaren. Ja, was ich mir mal anschauen sollte, wo ich mich vielleicht nochmal drum kümmern sollte. Wir schauen jetzt auf jeden Fall erstmal, findet das Heim von Auti Juwelenschneider in den Wohnhallen. Wo sind denn die Wohnhallen? Ach cool, da kommt man gar nicht raus. Also wir sind da oben, ich weiß gar nicht, das sieht man nur ganz klein, ganz klein, so mini klein. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Wohnhallen... Wir kommen auch leider gar nicht mit Mithrilmünze dahin. Da müssen wir jetzt erstmal hinreiten. Ich glaube, die Wohnhallen waren außerhalb dieser Halle. Das haben wir, und dann befindet sich in der südwestlichen Ecke der Wohnhallen des Erebor. Ja. Wo auch immer die sind. Danke, Spiel. Danke für nichts. Nee, ist es. Ist die Tür von selber aufgegangen? So. Aha, hier kann man wieder ein bisschen besser. So. Wir müssen Juwelenhof. Die Juwelenhof. Die Juwelenhof. Weiß nicht, warum das so besetzt wurde, aber es wird eventuell seinen Grund haben. Vielleicht lese ich das auch irgendwie falsch, oder ich weiß es nicht. So. Geht's überhaupt lang? Hier geht's lang. Ist das aber verwirrend und verworren? Alles andere wäre ja auch zu einfach. Hä? Bin ich denn jetzt? Wie komme ich denn da hin? Scheinbar kommt man da irgendwie hin. Wo hätte ich hier lang reiten müssen? War ich hier bei den Ziegen doch richtig? Nee. Ah, ich hätte hier links gemusst. Okay. Meine Güte, das muss man aber auch erstmal wissen, ne? Biegen Sie jetzt keine Ahnung ab. So. Hier, da, guck mal, das sieht doch jetzt... Also mal davon ab, dass es echt schick aussieht, sind wir hier, glaube ich, jetzt dann doch langsam mal richtig. Oder so. Ihr habt den Eingang zum Juwelenhof gefunden, dem Heim der Juwelenschneiderfamilie. Jo. Das ist doch gut. Hier steht der Juwelenhof. Hier steht die Juwelenhof.
Übersetzungsfehler. Müsste man mal melden. Hallo? Mal davon ab, dass das hier ziemlich cool aussieht. Also kann man sich über die Grafik an der Stelle, finde ich, nicht zwingend beschweren. Ah, hier die Texturen sind vielleicht etwas matschig, aber ne, ich finde im Großen und Ganzen kann man sich doch, hier steht er doch. Guck ich erst nochmal um. Lülülü. Hier darf man nicht hin. Dabei hätte ich da drunter durchgepasst. So. Ja, hier stand er. Mutter Amma. Ja, hat auch ein Bart. Ist eine Zwergin. So für alle, die sich jetzt wundern. Ah, ich hoffte, ihr könntet mich besuchen. Ah, Dodaka, ich hatte gehofft, ihr würdet vorbeikommen. Das hier ist Mesem Azar, der Juwelenhof, seit vielen Jahren das Heim meiner Familie. Es mag nicht viel Komfort bieten, aber ihr könnt euch gerne an unserem Feuer von der Kälte der Berge erholen, wann immer ihr wollt. Mein Vater Funi und mein Bruder Fusi sind von ihrer Reise zur anderen Seite des Nebelgebirges bisher noch nicht zurückgekehrt. Aber ich stelle euch gerne meiner Mutter und meinem anderen Bruder vor, denn sie sind beide noch im Erebor. Mutter Amma, das hier ist Dodaka. Ich hatte euch doch von ihm erzählt. Willkommen in Mesem Azar. Ist auch eher tief. Interessant. Ich würde den ja eher so sprechen. Nein, wahrscheinlich auch nicht. Man könnte jetzt darüber reden, naja, die Stimme muss ja eigentlich auch tief sein, weil hat ja entsprechenden Bartwuchs. Oder so, weiß ich nicht. Kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig mit aus. Ich spreche den jetzt. da fällt mir natürlich eigentlich nur hier, wie heißt es, Strinski ein. Willkommen auf dem Mesem Azar, Dodaker. Wenn ihr ein Freund meines Sohns seid, könnt ihr nach Belieben kommen und gehen, ne? Ich bitte euch nur, die Familienregeln der Juwelenschneider einzuhalten. Wenn ihr auf dem Juwelenhof kommt, beschwert ihr euch nicht. Ihr behaltet eure gute Laune und ihr helft uns bei unserer Arbeit, ne? Jetzt, da mein Mann Funi fort ist, sind diese Regeln wichtiger denn je, denn er hat nicht all seine Arbeit mitgenommen. Um genau zu sein, hat er fast nichts mitgenommen. Obwohl, wenn er zurückkommt, wird ihm Mutter Amma sicher etwas erzählen. Mutter Alma, wollte ich gerade sagen. Wenn er zurückkommt, wird ihm Mutter Amma sicher etwas erzählen, denn er ist viel länger fort als erwartet. Dieser Sack. Aber vorerst werde ich mich an die Juwelenschneiderregeln halten, nicht beschweren, die gute Laune behalten und dafür sorgen, dass meine Söhne und ihre Freunde die anstehende Arbeit erledigen. Ne? So. Besuchen wir meinen Bruder Grafa in Naratak. Vielleicht braucht er Hilfe. Ihr kennt die Regeln, Dodaka. Lasst uns meinen Bruder Grafa in Natarak besuchen. Er könnte Hilfe bei seiner Arbeit an den Neuadern gebrauchen. Das dürfte auch Mutter Amma zufriedenstellen. Außerdem möchte ich ohnehin, dass ihr meinen Bruder kennenlernt. Die Neuadern von Naratak wurden erst kürzlich angelegt und befinden sich östlich von hier, jenseits des Wegs, der vom Eingang zur Halle unter dem Berg führt. Mein Bruder verbringt praktisch den ganzen Tag dort, um nach Edelsteinen zu graben, die wir benötigen, um unsere Handwerkskunst zu betreiben. Die Schmuckstücke, die meine Familie herstellt, waren schon immer sehr begehrt. Und Grafa arbeitet hart, damit wir alles haben, um die Nachfrage bedienen zu können. Okay, finde den Zugang zu Neuadern von Naratak. Naratak, östlich des Eingangs am Einsamberg. Okay, also gehen wir erstmal hier wieder raus. Genau, da müssen wir jetzt wieder hin. Wie viel Greite, ne? Meinem Bruder würde ich sagen, gucken wir uns noch an. Und hören uns den an, was der von uns möchte. Vielleicht ist dann Kapitel 7.1 auch schon fertig. Wäre nicht das erste Mal, dass das Spiel das so handhabt. Ist erstmal Introduction.
kennenlernen, ne? Und dann nach und nach kommen dann die Aufgaben. So, ihr seid nun hier, die neuen Adern von Naratak. Dies ist der Eingang zu den kürzlich angelegten Neuadern von Naratak. Aha, da ist er noch. Spaltstein. Audi spricht gut von euch. Willkommen in Naratak, der neuesten Binge. Ah, ihr müsst Dodaka sein. Audi ist, hat viel von euch. Und, ich fange nochmal von vorne. Ich komme nochmal rein. Ah, ihr müsst Dodaka sein. Audi hält viel von euch und meinte, dass ihr euch auch bei einer anständigen Gasthausschlägerei behaupten könnt. Seid ihr auch in der Lage, eine Mine von Ungeziefer zu befreien? Mit jeder Grabung, die wir beginnen, scheinen wir weiteres lästiges Geschmeiß freizulegen und das ist bei den Neuen dann nicht anders. Ich habe hier außerdem eine Kiste mit Edelsteinen, die zu Mutter Amma gebracht werden müsste. Aber ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch erst um die Höhlenklauen und die anderen Viecher in Naratak kümmern könntet. Und die anderen Viecher. Erst kommt er mit. Okay, also. In welche Richtung? Generell hier einfach. Alles. Alles, was hier so steht und liegt und. Ja. So, wie ging das denn nochmal? Einfach mal so losschießen. Und gucken, was passiert. Guck mal, ist der erste schon platt. So schlecht ausgerüstet können wir also nicht sein. Noch schneller platt. Ey. Ja, 3 von 8. Guck mal, das geht doch schneller. Das machen wir doch gerade. Und mal gucken, dass wir hier das Kapitel dann vielleicht abschließen. So, hier lang. Die sind auch alle mein Level. Möchte ich nur mal erwähnen, ne? Also das ist 115, ich bin 116, das ist jetzt nicht so weit weg. Ja, ich könnte die wahrscheinlich mit hier Feuer und Licht und sowas noch schneller besiegen. Aber wofür? Wofür verwenden, wenn es auch so geht? Fütterungswagen. Was passiert, wenn ich mich dem im Weg stelle? Ah, fährt durch, nicht durch. Ja, tschüss. Ando. Wäre auch ein schöner Bug, wenn er mich so durch die Gegend schleifen würde und dann, ah, Hilfe. So, nehmt die Kiste mit den Edelsteinen bei Grafa Spaltstein auf. Ja. Lal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 
hoffe, der ist nicht unten. Domizil des Gelehrten. Guten Tag. Nee. Er will den nicht. Wir sind aber ruhig. Gut, ist auch eine Bibliothek, ne? Ah. Nee. Ist er nicht hier? Hä, der war doch. Der wird mir doch da angezeigt. Das fehlt noch. Irgendwie die Anzeige mit so einem kleinen Pfeilchen dran oder so, dass du weißt, dass es unter dir, über dir, neben dir. Weil wenn du so viele Ebenen hast wie hier. Okay, also muss ich runter. Vielleicht hattet ihr dasselbe Problem, als ihr diese Quest gemacht habt. Oder vielleicht habt ihr die auch noch gar nicht. Noris Haus, dafür bräuchten wir einen Schlüssel. Wie kommen wir denn... Da ist die Treppe. Der Wasserfall ist aber auch gar nicht laut, Mensch. Ah, gleich viel angenehmer. Na gut. So, dann hier die Treppe runter. Gucken wir mal, vielleicht ist er ja hier unten. Hier wäre auch eine Rampe gewesen. Naja, oder so ähnlich. So... hallo? Da. Erfit. Erfit nimmt die Halskette entgegen, bewundert die feine Handwerkskunst. Ich hörte Gerüchte, die Juwelenschneider würden den Erebor in Schande verlassen. Was? Ich hatte erwartet, dass einer der Juwelenschneiders die Auslieferung übernimmt, aber solange ich das bestellte Stück bekomme, gibt es eigentlich keinen Grund zur Klage. Wenn ihr mich fragt, ist es zwar die persönliche Betreuung, die einen Kunden wiederkommen lässt, aber offenbar sieht das nicht jeder so. Es sei denn, er beendet den Satz nicht und schaut euch misstrauisch an. Ich habe gehört, dass es nicht gut um die Juwelenschneider steht und dass sie planen, mit Schimpf und Schande den Erebor zu verlassen. Ich weiß nicht, ob dieses Gerücht wahr ist. Ich habe es vom Geschichtenerzähler Kiel. Aber wenn die Juwelenschneider es anderen ihre Aufgaben übertragen, ist vielleicht etwas an der Sache dran. Trotzdem danke für die Halskette. Ich werde die Juwelenschneider vermissen, wenn sie den Erebor verlassen, auch wenn sie nicht mehr die persönliche Betreuung bieten, die anfangs mein Interesse an ihren Arbeiten geweckt hat. Meint ihr, das hat etwas mit Phynis langer Abwesenheit zu tun? Er hat einen seiner Söhne mitgenommen, aber die anderen sind noch bei seiner Frau. Ich habe von Kiel gehört, dass sie ihm folgen könnten und dass sie ein neues Leben anfangen wollen, weit weg, jenseits des Nebelgebirges. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben soll. Jemand namens Kiel hat Gerüchte über die Juwelenschneider in die Welt gesetzt. Warum kann ich da jetzt nicht mit Mithril hin? Da war ich jetzt ja schon. Das war ist ja okay. Das, ne? ist okay, wenn man es zum erstmal kennenlernen und so, dass man da hinreiten muss. Aber wenn ich doch da schon war, warum kann ich dann nicht... Warum kann ich dann nicht einfach eine Abkürzung nehmen? Das wäre so viel schneller und einfacher. Naja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Kapitel 7.1 so zieht. Wie ist es gelaufen? Hier ist doch Ende. Wie ist es gelaufen, Dudecker? Hat Erfit, der Streitbare, etwas gefunden, über das er sich beschweren konnte? Widerwillig erzählt von dem Gerücht, das Erfit erwähnt hatte, laut dem die Juwelenschneiders den Erebor in Schande verlassen werden. Autis freundliches Gesicht verzieht sich zu einer wütenden Fratze. Den einsamen Berg verlassen? Und das auch noch in Schande? Was ist das für ein Blödsinn? Wo hat Erfit denn wieder diesen Unfug aufgeschnappt? Wer verbreitet solche Lügen über meine Familie? So, Marken der Langbärte, Halsring der Zwergenfestung, Machtbeweglichkeit, Beweglichkeit gibt's hier. So, der hätte sogar was, wo man was einsetzen kann, da ist die Vitalität auch höher, ich schau mal gerade noch beim Rest, aber das dürfte die Kette für uns sein. Wer erzählt diese Lügen über meine Familie? Ja, das ist eine gute Frage, die stellen wir uns in der nächsten Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch oder wenn es dir gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wann die ist, wie gesagt, das werde ich über die Community
über den Community-Tab bei YouTube mitteilen und auch beim Discord. Also nochmal Erwähnung vom Discord-Chat.dodaswelt.de. Da gerne dazu joinen, wenn ihr da noch nicht seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen. Oder in einem anderen Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.